Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier vom Hamburger Ballindamm aus unserem frisch renovierten Gebäude bei Donner und Reuschel heißen wir Sie an einem ganz spannenden Tag herzlich willkommen. Ja, ganz spannend und auch bis zuletzt, wir hatten glaube ich einen guten Riecher, dass wir bis heute gewartet haben mit dem Abend, mit der Interpretation, was das mit den Märkten macht, weil wir haben immer noch kein finales Wahlergebnis. Und gerade kam noch eine Meldung, dass es doch immer noch interessante Bewegungen in den USA gibt. Wir haben das auch die ganzen letzten Stunden intensiv verfolgt. Aber wie gesagt, es ist immer noch kein finales Ergebnis. Nach der letzten Hochrechnung, die wir gerade vorliegen haben, liegt Joe Biden bei 264 Wahlmännern und Donald Trump bei 214. Eine ganz besondere Zeit erfordert ganz neues Denken, ganz neue Formate. Corona, lieber Herr Mumm, Chefvolkswirt unserer Bank. Mein Name ist Markus Fitt, bin Vorstandssprecher bei Donner und Reuschel. Ein solches Jahr, wie wir jetzt erleben, ist sehr ungewöhnlich. Das war nicht vorhersehbar. Ich glaube, da gab es keinen der Fachleute, die diese Entwicklung gesehen haben. Die schlimme Pandemie mit Covid-19, den ganzen Auswirkungen, dadurch die beschleunigte Digitalisierung, Veränderung von Geschäftsmodellen und eben auch nach 4 Jahren Donald Trump endlich wieder eine Wahl in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da muss man sagen, waren wir alle in den letzten Wochen sehr, sehr gespannt, wie es ausgeht und was es mit uns macht. Was es mit uns macht, dazu wollen wir heute Abend miteinander sprechen, die verschiedenen Betrachtungen haben. Ich werde parallel weiterhin die Nachrichtenberichterstattung live aus den USA verfolgen. Und lieber Mumm, ich steuere das dann ein. Wollen wir mal schauen. Ja. Die letzten Stimmen werden doch noch einiges verändern können. Und die Frage ist natürlich auch, Donald Trump hat gerade noch mal vor ungefähr 10 Minuten angekündigt, massive juristische Schritte zu verfolgen. Da müssen wir nachher drüber reden, was das eigentlich so mit sich bringt. Also, mitten im November 2020, nach einem schwierigen Wahlkampf, der ist ja ganz anders wie bei uns. Ich habe gestern zu einem Freund gesagt, wenn Angela Merkel an einem Wahltag vor die Medien treten würde und sagen, Hessen sollte man noch mal weiter auszählen und Hamburg nicht. Und die CDU würde klagen in verschiedenen Bundesländern, die SPD in anderen Bundesländern, um den Wahlausgang zu manipulieren in ihre Richtung. Oder auch die Bundesregierung würde sagen, die Wahl ist ungültig, die ist nicht zulässig, die ist manipuliert, über Nacht sind Stimmen verschwunden. Das können wir uns in unserem Breiten überhaupt nicht vorstellen. Und die Frage ist natürlich auch dahinter, wie glaubwürdig sind Politiker? Und man sieht, finde ich, sehr stark in den letzten Stunden auch die Unterschiede im Auftreten von Donald Trump und von Joe Biden. Und auch die Programme und die Konsequenzen sind eben sehr unterschiedlich. Und da wollen wir heute drüber reden. Wir haben die Möglichkeit nachher, dass Sie auch über den Chat, über die Chat-Funktion Fragen stellen. Es ist leider bei der Teilnehmeranzahl nicht möglich gewesen, dass wir Sie mit Bild und Ton einbinden. Ich habe die Chance nachher hier über den Steuerungsapparat die Fragen aufzunehmen und wir werden die dann abarbeiten. Aber lassen Sie uns die Chance erst noch mal kurz mit dem Helikopter quasi aus der Metaperspektive auf die aktuelle Situation einzugehen. Wichtiger Punkt, auch heute Abend noch, lieber Herr Mumm, da setze ich noch eins drauf. Die FED hat heute auch noch mal einen wichtigen Event. Und wir haben ja hier in Europa jetzt eine sehr lange, unvorstellbar niedriger Zinsen und eine vollkommen veränderte Verschuldungssituation bei den Staaten. Viele, viele Themen. Und die FED ist trotzdem natürlich durch ihre gewisse Leitfunktion immer noch ganz wichtig. Und da müssen wir nachher nochmal gucken. Vielleicht kriegen wir auch noch heute ein Statement live in unsere Sendung.
von der FED und dann schauen wir weiter. Ja, lieber Herr Mumm, die Wahl, wie haben Sie die eigentlich persönlich erlebt? Wie ist Ihnen das gegangen? Sie sind ja viel in den prominenten Wirtschaftsfernsehsendern immer wieder interviewt. Ich habe auch gesehen, gestern, heute Statements zur Wahl gegeben, in den letzten Wochen viele Diskussionen mit Kollegen gehabt. Wie haben Sie es erlebt? Ja, genauso außergewöhnlich und bemerkenswert, um das mal den Versuch zu starten, das neutral auszudrücken, wie, glaube ich, wir alle und das, was wir zurzeit in den USA erleben, überhaupt wie der ganze Wahlkampf gelaufen ist. Und man muss ja einfach sagen, was wir in den letzten 4 Jahren an Politikstil und an Art und Weise erlebt haben, wie mit internationalen Kooperationen umgegangen wird, beispielsweise, wie überhaupt wirtschaftspolitische oder politische Themen vorangetrieben werden. Das hat uns ja schon so ein bisschen darauf vorbereitet, aber ich glaube, das, was wir dann wirklich im Wahlkampf erlebt haben, das hat es doch nochmal getoppt. Und das sind einfach Entwicklungen und entsprechend sind ja auch die Reaktionen, die wir heute hören aus der Politik weltweit, aus Europa, aus Deutschland, dass das eigentlich kaum zu glauben ist, dass in den USA am Wahltag oder am Ende des Wahltags der amtierende Präsident sich eben vorzeitig als Sieger der Wahl erklärt und juristische Schritte ankündigt. Das sind alles Entwicklungen, die hätten wir uns eigentlich nicht vorstellen können. Aber wiederum auf der anderen Seite, sie passen natürlich ein Stück weit auch in die Zeit. Wir erleben ja verschiedenste Zeitenwenden. Wir erleben ganz viel Desillusion offensichtlich von vielen Menschen. Und demzufolge erleben wir ja auch politische Entwicklungen, die wir, glaube ich, insgesamt, und da gibt es ja mehr Beispiele auch, das ist nicht nur in den USA der Fall, die wir insgesamt so sicherlich vor einigen Jahren noch nicht erlebt hätten. Also ja, von daher kann man sagen, auch diesen Wahlkampf habe ich persönlich auch mit ganz, ganz viel Staunen erlebt und staune immer noch und bin sehr gespannt, wie es denn tatsächlich ausgeht am Ende. Ja, lassen Sie uns mal schauen. Wahrscheinlich haben wir heute Abend vielleicht auch noch gar keine Antwort. Vielleicht wird es erst in den nächsten Tagen kommen. Das ist ja auch interessant, ein sehr unterschiedliches Wahlsystem, dass Sie in den einzelnen Staaten ganz unterschiedliche Methoden haben, Möglichkeiten der Wahl haben, selbst am Wahltag noch Ihre Wahlbriefe abschicken können. Und da glaube ich mal ausnahmsweise Donald Trump, dass die amerikanische Post lange braucht, bis die dann am Ende dort ankommen, wo sie am Ende auch hin müssen. Und wir haben ja ein ganz anderes Prinzip. Hier geht es eben in den USA synchron zu sehr unterschiedlichen Regelungen ums große Ganze. Und wir haben ja auch nicht nur den Präsidenten, sondern wir haben ja auch noch andere wichtige Wahlen. Da geht es ja auch gerade so, ist auch auf Messerschneide. Ne? Da können wir auch noch nicht hundertprozentig sagen, wie es ausgeht. Ja, es ist auf Messerschneide. Es geht vor allen Dingen um den Senat. Da werden 35 Senatorenposten von 100 sozusagen im Zuge dieser Wahl oder parallel zu dieser Wahl neu besetzt. Bisher ist es so, dass eine Mehrheit der Republikaner bestand und im Vergleich dazu im Repräsentantenhaus, also in der anderen Kammer des Kongresses in den USA, eben eine demokratische Mehrheit bestand. Die besteht auch zukünftig. Im Moment sieht es so aus, als wenn die Republikaner ihre Mehrheit im Senat behalten könnten. Und das hat natürlich dann auch ganz wichtige Implikationen für das, was ein möglicherweise neuer Präsident Joe Biden dann tatsächlich auch in der Lage wäre, umzusetzen von seinen Plänen. Und Donald Trump hat ja auch erlebt, was das bedeutet, mit einem geteilten Kongress, also mit einer fehlenden Mehrheit im Senat politisch agieren zu müssen in den letzten 2 Jahren. Und das hat ja durchaus auch einige seiner Vorhaben etwas durchkreuzt. Oder der Präsident in den USA kann dann eben nicht ganz so seine Pläne umsetzen, so frei seine Pläne umsetzen, wie er sich das vielleicht vorstellt. Also es ist auch eine ganz wichtige Implikation und eine ganz wichtige Entscheidung, die wir heute mit beobachten müssen oder in den nächsten Tagen, wann auch immer die Entscheidung steht, zurzeit. Und da kann man ein bisschen sicherer sein, offensichtlich, als bei der Frage, wer wird Präsident, sieht es so aus, als wenn die republikanische Mehrheit im Senat bestehen bleibt. Ja. Ja, wir haben es ja in der Obama-Administration auch gehabt. Obama hatte interessante Pläne, aber das Durchsetzen dieser Pläne hat so nicht funktioniert. Wir hatten gerade hier Dienstagabend Günther Oettinger. Er hat uns nochmal daran erinnert, dass auch in Deutschland natürlich der Bundestag und der Bundesrat häufig durch das Wahlverhalten der Bundesbürger so zusammengesetzt wird, dass nicht eine Partei quasi alles in der Entscheidungsgewalt hat, sondern dass sich das häufig
eben aufteilt und häufig im Land eine gewisse Gegenopposition ist. Und das ist natürlich fürs Vorwärtskommen sicherlich wichtig. Und wir haben natürlich noch einen Player, den Supreme Court. Da hat der Präsident Trump in den letzten Wochen ja nochmal eine Entscheidung getroffen, die stand ja auch sehr stark im Fokus, die ist auch sehr stark kritisiert worden. Und durch die Diskussion, die er jetzt angezettelt hat, stand ja im Raum, ob es da eine Möglichkeit der Beeinflussung gäbe, am Ende ein Votum in seine Richtung zu treffen. Wie sehen Sie denn diese Thematik? Die ist ja sehr umstritten auch. Ja, absolut. Das wäre sicherlich eins der Worst-Case-Szenarien oder, also ich sag mal, die Entwicklung oder die Situation, die wir jetzt haben, die ist ja schon das Worst-Case-Szenario. In dem Sinne, dass es eben keine klare Entscheidung gibt in den USA. Wir hatten uns sicherlich alle auch aus Sicht der Kapitalmärkte einfach mehr Klarheit gewünscht im Sinne einer eindeutigen Entscheidung, in welche Richtung die dann auch immer gegangen wäre. Aber sollte es tatsächlich zu der Situation kommen, dass also, und das wäre dann die Voraussetzung, dass also die Auszählung der Stimmen noch länger dauert, dass wir also am Ende dieser Woche keinen Wahlsieger stehen haben oder dass eben die ja schon angestrengten Klagen, insbesondere von Seiten der Republikaner in den USA, doch noch so lange dauern, dass dann wirklich möglicherweise erst im Dezember eine Entscheidung getroffen wird und die dann wirklich vom obersten Gerichtshof getroffen werden müsste, dann wäre das sicherlich das Worst-Case-Szenario und dann müssten wir uns möglicherweise mit einer Situation auseinandersetzen, wie wir sie im Laufe des Jahres in den USA schon hatten. Das hätte sicherlich das Potenzial, auch nochmal in einem gewissen Maß für soziale Unruhen zu sorgen. Aber das ist auf gar keinen Fall das Basisszenario. Also man kann von dieser Situation nicht unbedingt ausgehen. Der Hintergrund ist der, dass zunächst einmal Klagen in einzelnen Bundesstaaten behandelt werden, auch dort von den Gerichten behandelt werden und eben nur die alleroberste Instanz am letzten Ende der oberste Gerichtshof wäre. Und auch da hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass durchaus, ja, ich sag mal, Republikaner oder auch Demokraten über eine, ja, in Amtssetzung vielleicht oder vermeintlich zu ihnen politisch geneigten Richtern gewisse Ziele verfolgt haben, die aber nicht immer funktioniert haben. Und auch das oberste Gericht ist letzten Endes eben der Jurisdiktion verpflichtet oder dem Gesetz verpflichtet. Und da bedarf es schon guter Begründung, den obersten Gerichtshof anzuhören oder in die Pflicht zu nehmen. Und der oberste Gerichtshof wird sich auch sehr, sehr genau überlegen, inwieweit er möglicherweise ja politisiert oder politisch in Anspruch genommen werden kann. Da wird er sehr, sehr stark aufpassen. Also ich denke, das wäre wirklich so das Äußerste und ein Worst-Case-Szenario, von dem zurzeit nicht auszugehen ist. Ja, dann haben wir natürlich noch einen Player, das ist das Nachzählen der Stimmen, die ja über Nacht verschwinden und wieder auftauchen oder andere Stimmen tauchen auf. Ist das realistisch, dass das noch einen großen Veränderungsprozess bringt? Wir haben das vor Jahren mal gesehen. Ich erinnere das noch, bei einer Wahl in Florida wurde noch sehr lange auf die Nachzählergebnisse gewartet. Halten Sie das auch noch für gefährlich, dass wir da am Ende doch eine andere Bewegung bekommen? Ich glaube, es wird keine großen Unterschiede geben. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Nachzählvorgänge gibt, insbesondere in kleineren Staaten und insbesondere in den Staaten, wo eben die beiden Kandidaten sehr eng beieinander liegen. Allerdings muss man sagen, alles, was man zurzeit so hört und insbesondere von Seiten der Republikaner oder von Seiten Donald Trumps, muss man ja sagen, werden durchaus auch Vorwürfe laut, was Wahlmanipulation, Wahlbetrug, verschwundene Stimmen und so weiter angeht. Das wurde ja mittlerweile auch von neutralen Beobachtern, von der OSZE beispielsweise, in keinster Weise bestätigt. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass wirklich, selbst wenn man im Nachhinein auszählt, es zu größeren Unregelmäßigkeiten oder größeren Veränderungen kommen kann. Also ich finde es ganz spannend, dass man gerade sogar Diskussionen, ich hatte gestern ein Telefonat mit Miami, hatte, ob nicht Herr Trump über seine Netzwerke, gewollt oder ungewollt, also vielleicht weiß das auch gar nicht, dort Manipulationsthemen erzeugt hat, um eine Sollbruchstelle zu haben für sowas. Das muss man ganz ehrlich sagen, dass sowas überhaupt denkbar ist, das ist schon ganz schön erschreckend. Ich habe mal gerade geguckt, der Dow Jones heute ist freundlich. Also wir haben jetzt gerade einen Dow Jones von 28.385 Punkte. Das sind 1,87% besser wie gestern. Etwas über 500 Punkte. Die letzten Tage, was ich nicht ganz verstanden habe, waren die Märkte sehr, sehr positiv.
weil eigentlich, Herr Mumm, die Unsicherheit bei dem Ausgang eines solchen Wahlergebnisses müsste doch eher dazu führen, dass der Markt sehr vorsichtig ist. Wie sehen Sie das? Ja, die Kapitalmärkte und insbesondere die Aktienmärkte zeichnen sich natürlich durch einen außerordentlichen Pragmatismus aus, muss man sagen. Und sehr wenig emotional, sehr an den Sachthemen orientiert. Und da ist es eben so, dass im Vergleich zu einem oder zu dem Szenario, was vor der Wahl ja vermeintlich die höhere Wahrscheinlichkeit hatte, nämlich ein sogenannter Blue Sweep, also das heißt ein neuer Präsident Joe Biden inklusive einer demokratischen Mehrheit im Senat. Das hätte natürlich auch für die Börse, naja, gewisse negative Implikationen haben können. Zum Beispiel wären oder hätte Joe Biden geplant, einige der Steuersenkungen, die Donald Trump am Anfang seiner Amtszeit implementiert hat, wieder zurückzunehmen. Oder eben auch Regulatorik bei im Finanzsystem beispielsweise oder bei fossilen Energien, bei Unternehmen der fossilen Energie sehr stark anzuziehen. Und als sich dann herauskristallisiert hat, dass zwar möglicherweise Biden Präsident werden könnte, aber er wahrscheinlich die Senatsmehrheit nicht bekommt, hat das den Markt zunächst einmal ein ganzes Stück weit erleichtert, weil eben das Thema der Steuererhöhung dann nicht mehr so leicht umsetzbar wäre für Biden oder eben auch das Thema Regulierung von Finanzsystemen oder fossiler Energie nicht so leicht umzusetzen wäre. Also wie gesagt, sehr pragmatisch der Umgang. Was man sicherlich aber auch sagen muss, ist, dass der ganze, ja, diese ganzen Emotionen und dieser ganze Rumor, der da stattgefunden hat rund um die Wahl und rund um den Wahlkampf, tatsächlich am Ende für die Kapitalmärkte gar nicht so die ganz große Rolle spielt, ob jetzt Biden oder ob Trump Präsident wird. Das hat sicherlich in gewissen Bereichen und in gewissen Branchen einen deutlichen Unterschied. Ich habe es gesagt, fossile Energie oder neue Energien, das ist eine ganz entscheidende Frage für den Energiesektor zweifellos. Aber die großen und ganz wichtigen Treiber der Märkte, das sind in meinen Augen andere. Und insbesondere drei, das ist zum einen natürlich die Corona-Pandemie im Moment und der weitere Fortgang der Corona-Pandemie, daraus abgeleitet die wirtschaftlichen Folgen oder eben der Fortgang der wirtschaftlichen Erholung, wie wir ihn zurzeit sehen. Und der allerwichtigste und vielleicht maßgeblichste Faktor für die Kapitalmärkte global, muss man ja schon fast sagen, ist und bleibt die ultraexpansive Geldpolitik. Und das sowohl in Europa als auch in den USA. Und an diesen drei Punkten wird sich unabhängig davon, wer Präsident wird in den USA, Biden oder Trump, höchstens in Nuancen etwas ändern. Da gibt es, glaube ich, auch viele Themen, die gar nicht so lokalisiert werden, wo man sagt, jetzt aus unserer Sicht, Biden ist sicherlich im Auftritt mehr ein Präsident, wie wir die kennen, die auch zu uns kompatibel sind, hat sicherlich einen ganz anderen Kommunikationsstil. Und Trump ist natürlich, wie gesagt, das extreme Gegenteil. Aber in vielen Themen haben die auch ähnliche Vorstellungen. Also wir haben ja das große Thema gehabt, Rüstung. Da kenne ich auch schon eine Zuschauerfrage. Da gab es eben schon, bevor wir auf Sendung waren quasi, die Frage, wie das mit den Entwicklungen in der Rüstungsindustrie sein wird. Weil da werden wir in Deutschland ja kritisiert, dass wir den Verpflichtungen, die auf internationaler Ebene gegeben worden, nicht nachkommen. Also könnte man sagen, zum Beispiel bei diesen Fragen, dass Europa stärker auf Augenhöhe wieder mit der USA kommen muss und gerade auch in solchen Fragen sich eindeutig positioniert. Das wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern, ne? Das sehe ich ganz genauso. Es gibt sicherlich einen unterschiedlichen Tenor oder einen unterschiedlichen Ton und gewisse Konflikte oder Streitthemen werden anders vorgetragen werden. Da sind wir uns ziemlich sicher. Aber in der Sache werden nicht alle Themen, die Donald Trump uns auf den Aufgabentisch gelegt hat, um das mal so auszudrücken, verschwinden. Ein Beispiel haben Sie eben genannt. Das ist das Beispiel der Mitgliedsbeiträge für die NATO. Und da ist es so, dass man einfach sagen muss, die Amerikaner oder die USA, die befinden sich in einer sehr schwierigen und für sie gar nicht so einfachen geopolitischen Lage, in dem sie nämlich von China herausgefordert werden. Und das sowohl technologisch, wirtschaftlich, aber eben auch militärisch am Ende. Und die USA oder aus amerikanischer Sicht, das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig, dass wir versuchen, auch die amerikanische Sicht einzunehmen, um es zu verstehen, was dort passiert.
aus amerikanischer Sicht macht es durchaus Sinn, die Kräfte mal so ein bisschen zu bündeln und die amerikanischen Interessen ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Und insofern gebe ich Ihnen völlig recht, das sehe ich ganz genauso. Also um das Thema Verteidigungspolitik zu nennen, da wird es nicht so sein, dass Joe Biden, wenn er Präsident wird, nach Europa fliegt und sagt, es ist alles wie vorher und ihr könnt eure Geschäfte weitermachen und wir sorgen für eure Sicherheit. Da wird es sicherlich so sein, dass die Ansprüche von amerikanischer Seite genauso bestehen bleiben wie bisher. Und es ist ja auch durchaus nachvollziehbar und macht durchaus auch Sinn. Also in meinen Augen ist, und das sagen wir durchaus ja schon seit einigen Jahren, wäre ein naheliegender und wirklich logischer Schritt, erster Schritt zu einer engeren Kooperation und zu einer viel, ja, koordinierteren Zusammenarbeit in Europa, dass man das Thema Verteidigung gemeinsam auf die Beine stellt. Das wäre am effizientesten für alle und man könnte sogar noch viel mehr erreichen und so sich eben auch gegenüber den amerikanischen Forderungen, was dieses Thema angeht, ein bisschen besser positionieren. Jetzt habe ich gestern gesehen, die Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer war sehr schnell auch mit einem Statement zu Trump und seinen Aussagen, er hätte die Wahl gewonnen. Sie hat auch gesagt, dass wenn wir mit der USA nicht mehr rechnen könnten in der NATO und langjährig kann man bei Trump ja nicht sagen, ein 14-monatiger Stabschef aus seiner Administration hat gestern Abend auch zu Besten gegeben, dass er sogar überlegt hätte, aus der NATO auszutreten. Und AKK hatte ausgeführt, dass wenn wir Europäer auf Augenhöhe uns sichern wollen, wir deutlich mehr wie diese 2% bezahlen müssten, um dieses Sicherungsniveau auch zu erhalten. Das ist aber wahrscheinlich ein wirkliches Extremszenario, dass die Amerikaner, die brauchen uns ja eigentlich auch Richtung der Linie im Osten gegen China oder gegenüber Russland zum Beispiel. Und das kann man ja wahrscheinlich nicht ernsthaft im Auge haben. Ja, es ist ein Extremszenario. Es wäre aus heutiger Sicht sicherlich eher unvorstellbar. Aber, dann kommt wieder das große Aber, das hatten wir ganz am Anfang schon mal angesprochen. Es sind ja sehr viele Dinge passiert, die wir für unvorstellbar hielten in den letzten Jahren. Und gerade wenn wir über eine weitere Amtszeit Donald Trumps nachdenken möglicherweise, dann gibt es ja durchaus auch die Überlegungen, die sagen, naja, Donald Trump hätte seine zweite Amtszeit, das wäre seine letzte Amtszeit, auch wenn er vielleicht intern mal überlegt, ob er daran was ändern könnte. Das hielt ich dann aber wirklich für unwahrscheinlich. Und er kann innenpolitisch nicht so frei agieren, weil er halt, wie gesagt, im Kongress nicht die komplette Mehrheit hat. Das heißt, er würde sich auf Außen- und auf Handelspolitik fokussieren. Was das bedeuten kann, das können wir uns, glaube ich, alle ganz gut ausmalen vor dem Hintergrund der Erfahrung in den letzten 4 Jahren. Und insofern sehe ich das genauso. Aus europäischer Sicht hätten wir natürlich die Ansicht, dass die Amerikaner uns auch brauchen. Aber wie gesagt, ich bin da ganz vorsichtig geworden, weil einfach zu viele Dinge, die ich für unvorstellbar hielt, in den letzten Jahren doch Realität geworden sind. Aber sicherlich ist die Wahrscheinlichkeit oder so ein Szenario, dafür brauchen wir die zweite Amtszeit von Donald Trump. Und das halte ich dann doch für unwahrscheinlich unter Joe Biden. Was gibt es denn noch für Gewinner, wo wir sagen, welche Branchen würden partizipieren an einem Sieg von Joe Biden? Also ich bin jetzt, wenn man hier nochmal live reinschaut, derzeit immer noch beim Zählerstand 264 zu 214. Also Joe Biden liegt derzeit noch weit vorne und es sind noch sechs Wahlmänner und Frauen bis zur magischen 270. Wie sähe denn unter dem Effekt von Joe Biden weitere Gewinner aus? Und was ist denn überhaupt nicht mehr interessant? Gibt es da auch richtige knallharte Verlierer? Das ist ja auch die Frage. Es kann ja durchaus sein, dass wir dann auch, genau die klassischen Verlierer sehen, wo man einfach sagt, die sind vielleicht Öl, müssen wir nachher nochmal drüber reden, ja, weiß ich nicht, aber doch durchaus Branchen,
die dann deutlich ins Hintertreffen geraten. Wie sehen Sie diese Perspektive? Ja, also ich glaube, von Verlierern kann man fast gar nicht sprechen. Es gibt Unterschiede, also fossile Energien sicherlich, die sind einfach protegiert worden in den letzten 4 Jahren, ganz enorm. Das wird so nicht mehr sein zukünftig. Aber da muss ich sagen, das ist sowieso eine Entwicklung, die eben, naja, die global gesellschaftlich ganz andere Ansichten mittlerweile, die sich da ergeben haben. Also das wäre so oder so gekommen in meinen Augen. Ich würde sagen, man kann das vielleicht so sagen, in Amerika hat die fossile Energiewirtschaft durch die Regierung Trump nochmal so einen Sonderbonus oder eine gewisse Verlängerung einer Sondersituation bekommen. Sicherlich wird es schwieriger werden. Also das ist nicht der Bereich, in den ich jetzt, auf den ich mich fokussieren würde unter einer Präsidentschaft Joe Bidens. Genauso ist grundsätzlich davon auszugehen, dass Deregulierung im Finanzsektor, die stattgefunden haben, eher wieder zurückgedreht werden, dass es keine weiteren Steuersenkungen zumindest für Unternehmen gibt, sondern vielleicht eher, man muss immer die Frage stellen, Senatsmehrheit ja, nein, aber eher Steuererhöhung. Aber ich glaube, unterm Strich werden eben die großen Treiber für die Aktienmärkte, wird eine prosperierende, mehr oder weniger eine mehr prosperierende wirtschaftliche Entwicklung sein. Und das wird in den nächsten Jahren so oder so der Fall sein, alleine schon deswegen, weil wir eben in der wirtschaftlichen Erholung aus der Corona-Krise sind. Und das wird Unternehmen zusammen mit der ultraexpansiven Geldpolitik, zusammen mit möglicherweise einer Stabilisierung oder einer Unterstützung des Konsums in Amerika durch eine von beiden geplante Erhöhung des Mindestlohns beispielsweise. Der Konsum ist ja enorm wichtig, steht für 70% des amerikanischen BIP. Also es gibt genügend Ansatzpunkte, genügend Gründe, die nicht alle in der Person Donald Trumps oder Joe Bidens liegen, wo man sagen kann, die Wirtschaft wird sehr wahrscheinlich sehr gut laufen in den nächsten 2, 3 Jahren und davon profitieren Unternehmen. Wenn wir auf der positiven Seite nochmal schauen, dann ist sicherlich auch einer der bemerkenswertesten oder größten Unterschiede, die eine Präsidentschaft Bidens mit sich bringen würde, die Handhabung der Handelskonflikte. Wir wissen alle, Joe Biden ist nicht der Kämpfer für Freihandel, für grenzenlosen Freihandel, ganz klar. Er steht auch für einen gewissen Protektionismus. Er nennt das anders, er nennt es nicht America First, aber Buy American. Das ist gar nicht so ein großer Unterschied. Also er unterstützt durchaus auch, dass amerikanische Produkte gefördert werden, dass amerikanische Unternehmen bevorzugt behandelt werden. Er wird vor dem Hintergrund des Wettlaufs mit China, des geopolitischen Wettlaufs mit China, auch den Handelskonflikt mit China nicht einfach fallen lassen. Der wird weitergeführt werden. Aber es besteht natürlich die Hoffnung, keine Gewissheit, weil dazu hat Biden sich nicht eindeutig geäußert, aber die Hoffnung, dass er Handelskonflikte anders ausführen wird oder anders handhaben wird und vor allen Dingen, dass er möglicherweise anstatt eines neuen Handelskonflikts mit Europa anzuzetteln, dieses Damoklesschwert Zölle für die Autoindustrie, das besteht ja seit 4 Jahren, das wird man hoffentlich relativieren können und möglicherweise wäre Biden derjenige, der dann doch versucht, mit den Europäern einen Schulterschluss zu schließen, um gemeinsam eben Positionen gegenüber China durchsetzen zu können. Ich bin da, wie gesagt, noch ein bisschen vorsichtig, weil das ist die Hoffnung, die sehr stark von europäischer Seite an Joe Biden herangetragen wird. Ob er das dann tatsächlich auch so umsetzt, das ist eben die Frage. Vorteil dann wäre natürlich, wie gesagt, dieses Damoklesschwert für die europäische Autoindustrie könnte, wenn man das ad acta legen könnte, das wäre vorteilhaft. Alle Unternehmen, alle Staaten, die sehr stark vom Export abhängen, die würden sicherlich ein bisschen Erleichterung erfahren. Ja, ich habe gehört, die größten Exporte aus Amerika nach China in der Autoindustrie sind BMW und Mercedes. Also ja. Die eben in den USA produziert werden. Ja, ganz spannende Aspekte. Man hat ja in der Wahl gesehen, ich gehe nochmal darauf zurück, dass die Wähler von Donald Trump sehr stark auf die wirtschaftliche Entwicklung schauen, während die demokratischen Wähler sehr stark auch sich die aktuelle Covid-19-Situation anschauen und wie die Regierung dort Verantwortung trägt. Hat das dann auch Auswirkungen auf den Gesundheitssektor, auf die Gesundheitswirtschaft? Mit Sicherheit. Auch, oder das ist, glaube ich, nach dem Thema Regulierung, fossile Energien, nach dem Thema Steuern, nach dem Thema Handelskonflikt, ist Gesundheit sicherlich der Aspekt, wo sich die beiden Kandidaten ein Stück weit unterscheiden. Und Joe Biden wird
auch nicht dafür sorgen, dass es eine allgemeingültige Krankenversicherungspflicht für Amerikaner gibt, wie wir das aus Europa kennen und wie wir gar nicht verstehen, warum das in Amerika nicht implementiert worden ist. Aber das ist eben nicht amerikanisch, das passt nicht zu den Amerikanern, die es ja gewohnt sind, ein ganzes Stück weit mehr für sich selber zu sorgen und weniger auf soziale Sicherungssysteme Rücksicht zu nehmen, aber sicherlich oder sich zu verlassen. Aber sicherlich würde unter einer Präsidentschaft Biden der Gesundheitssektor ganz anders ausgestattet werden und ganz anders nach vorne gebracht werden. Und das wäre sicherlich auch eher ein positives ein Sektor, der davon ein Stück weit profitieren könnte. Sie hatten eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Zum einen die Handhabung der Corona-Pandemie und die wirtschaftliche Erholung. Und ich glaube, dass es dann am Ende jetzt in dieser Wahl doch so knapp geworden ist. Anders als die Vorhersagen das so suggeriert haben. Das lag sicherlich auch daran, dass gerade in den letzten Wochen doch in Amerika wirtschaftlich eine sehr, sehr starke Dynamik entstanden ist. Und da haben wir auch einen ganz klaren Unterschied zu Deutschland oder zu Europa, wo wir ja die zweite Pandemiewelle gerade verarbeiten, mit der Folge, dass es wieder weitreichende Shutdown-Maßnahmen gibt, nicht so stark wie im Frühjahr, sondern hauptsächlich den Dienstleistungssektor betreffend. Trotzdem führt das gerade im Dienstleistungssektor eben zu einer sehr stark sinkenden Unternehmensstimmung und das wird auch das Wachstum beeinträchtigen. In Amerika haben wir die dritte Welle. Auch Amerika hat zurzeit mehr positive neue Fälle am Tag als jemals zuvor. Trotzdem läuft die Wirtschaft, weil da eben diese Shutdown- oder Lockdown-Maßnahmen nicht so umgesetzt wurden. Das kann man natürlich menschlich sehr, sehr stark in Frage stellen, aber die Amerikaner spüren eben oder haben in den letzten Wochen gespürt, es geht wieder aufwärts, es werden wieder Jobs geschaffen und das ist für die unheimlich wichtig. Und da kann ich mir ganz gut vorstellen, dass kurz vor Toreschluss tatsächlich noch viele, die vielleicht eher an Biden gedacht haben, an Trump oder zu Trump rübergeschwenkt sind. Offen ist in meinen Augen daraus resultierend die Frage, wie geht es denn weiter? Weil, wie gesagt, die Infektionslage in Amerika ist durchaus dynamisch und man kann sich kaum vorstellen, dass diese Dynamik, wenn die so weitergeht, nicht auch mit negativen wirtschaftlichen Konsequenzen verbunden wäre. Und dann ist wieder die Frage, Trump oder Biden, sollte Biden Präsident werden, dann wäre sicherlich ein ganz anderer Umgang mit der Corona-Pandemie auch gegeben oder naheliegend. Sei es nur einfache Dinge wie eine Maskenpflicht, die wir ja hier kennen, an die wir mittlerweile gewöhnt sind, die in Amerika aber überhaupt gar nicht selbstverständlich ist, oder möglicherweise auch vereinzelte Shutdown-Maßnahmen. Sie hatten eben noch einen anderen Aspekt angesprochen. Vielleicht auch haben die Zuschauer das gar nicht so direkt wahrgenommen. Nämlich, Sie haben quasi implizit unterstellt, dass Joe Biden ja sofort quasi agieren kann. Man muss sich ja auch mal vor Augen führen, der Mann hat ja Regierungserfahrung. Der war immerhin Vizepräsident über eine sehr lange Zeit. Und Günther Oettinger sagte hier am Dienstagabend im Gespräch, dass er ihn gut kennt von der Münchner Sicherheitskonferenz. Er kennt die wesentlichen internationalen Leader und Player. Der hat sicherlich eine ganz andere Möglichkeit, direkt auch nach der Amtsübernahme wieder den Motor der Zusammenarbeit zwischen den großen Playern anzuwerfen. Mhm. Trump hat damals lange Zeit, er war ja am Anfang seiner Administration ja abgetaucht. Er ist ja wochenlang nicht gesehen worden. Er war, glaube ich, überrascht, dass er plötzlich Präsident war. Und da haben wir sicherlich jetzt auch eine ganz andere Situation. Ich glaube, da kann auch, was diese Themen anbetrifft, natürlich international mehr erreicht werden. Vielleicht wird ihm auch wahrscheinlich mehr zugehört. Ja, das glaube ich auch. Er hat ja schon angekündigt, einer der ersten Schritte wäre, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten. Und das ist sicherlich ein völlig anderes Bild, was ein Joe Biden am Anfang seiner Präsidentschaft abgeben würde. Alleine völlig richtig, das sehe ich genauso, weil er Teil dieses Establishments ist, was Donald Trump ja ganz offensiv bekämpft hat und wo er auch nie Teil geworden ist sozusagen. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen negativen Aspekt an diesem politischen Establishment, aber es gibt ganz klare handfeste Vorteile. Es funktioniert, es ist klar, wer wo die Fäden zieht, was am anderen Ende passiert sozusagen, wenn das stattfindet. Und ein Joe Biden ist mit Sicherheit ganz anders gefestigt, ganz anders eingebunden, auch in internationale Beziehungen und kann da sicherlich sehr schnell sehr viel bewirken. Das denke ich auch. Und die Vizepräsidentin?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage in meinen Augen, weil wir ja wissen, beide Kandidaten sind nicht mehr die Jüngsten, um das einmal so auszudrücken. Joe Biden wäre der älteste Präsident aller Zeiten, wenn er jetzt ins Amt käme. Aber der, der die meisten Stimmen bekommen hätte. Richtig. Also er liegt ja jetzt schon in der Auszählung historisch weit vorne. Ne? Ja, absolut. Dann sind wir wieder bei dem amerikanischen Wahlsystem, richtig. Aber insofern ist eine ganz spannende Frage natürlich die Frage der Vizepräsidentin oder der Vizepräsidentin im Fall Joe Bidens. Und mit Kamala Harris hat er natürlich also zunächst einmal, das glaube ich schon, im Wahlkampf und in der Vorwahlphase dafür gesorgt, dass er im positiven Sinne für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Also eine farbige, relativ junge, eine Frau hat ihm sicherlich die ein oder andere Stimme eingebracht. Es gibt Befürchtungen, in Anführungsstrichen, für den Fall, dass also Joe Biden Präsident werden würde und er möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen die 4 Jahre Amtszeit nicht beenden würde oder aber sich, das ist wohl relativ wahrscheinlich, dann einer Wiederwahl nicht stellen würde, dass also Kamala Harris dann die Nachfolgerin wäre. Und die Frage ist, was dann passiert. Und dazu muss man sagen, Kamala Harris war ja Generalstaatsanwältin in Kalifornien. Sie war kalifornische Senatorin in Washington. Und sie ist tendenziell, das passt zu Kalifornien, natürlich eher links einzuordnen. Das heißt, sie steht grundsätzlich für steigende Sozialausgaben, sie steht für höhere Steuern und sie steht für mehr Zuwanderung. Hat also, ja auch im Prinzip Donald Trump im Wahlkampf mitgearbeitet, ja. Nach dem Motto, Herr Biden wird 6 Wochen Präsident sein und dann kommt die Linke aus Kalifornien. Ja, genau, absolut. Wobei man eben sagen muss, da würde ich sagen, Trump neigt zu Übertreibung. Das ist sicherlich in diesem Fall auch so gewesen. Und wenn man das Ganze, auch das Ganze muss man realistisch betrachten. Mal gesetzt den Fall, also Kamala Harris sollte innerhalb der nächsten Jahre Präsidentin der USA werden, dann kann sie sicherlich mit einem extrem linksgerichteten Kurs, selbst wenn sie also zur Hälfte der Amtszeit Bidens automatisch Nachfolgerin werden sollte, kann sie nicht auf eine Wiederwahl hoffen. Das heißt, sie muss auch einen relativ moderaten Kurs fahren, weil ein extrem linker Kurs in Amerika nicht mehrheitsfähig ist. Das ist das eine. Und zum anderen sind sich in einem Punkt Kamala Harris und Donald Trump gar nicht so weit auseinander. Denn ich habe es eben gesagt, sie war Generalstaatsanwältin in Kalifornien und steht aus dieser Historie heraus durchaus auch für Law and Order. Und das ist ja eins der Kernbotschaften, die Donald Trump insbesondere im Sommer signalisiert hat. Und insofern glaube ich, ja, sicherlich wäre eine etwas stärker linksorientierte Politik wahrscheinlich in den USA. Aber es würde in meinen Augen auch in so einem Szenario nicht zu einem massiven Linksrutsch kommen. Ja, nochmal ganz kurz für Sie aktuell. Der DAX, den gibt es ja bis 22 Uhr abends, jetzt bei 12.539 Punkten, bei einer erfreulichen 2,14% Steigerung am heutigen Tage. Und ja, wir alle schauen intensiv auf die Kapitalmärkte. Lassen Sie uns mal noch einen anderen Blick nehmen auf den Dollar. Der ist für uns ja wichtig. Wir sind großer Exportweltmeister. Wir sind sehr stark, wenn man überlegt, drittgrößte Exportnation der Welt. Und das im Verhältnis jetzt zur Fläche und zu der Bevölkerung, das ist ja ein Riesenimpact auch auf unseren wirtschaftlichen Erfolg. Der Dollar ist in den letzten Wochen vom Trend her erstmal ein bisschen schwächer geworden. Jetzt hat er wieder eine Phase, wo er wieder ein bisschen in die andere Richtung läuft. Wie sehen Sie denn den Dollar so, wie gesagt, genau wissen wir es noch nicht, aber so ein Wahljahr ist sowohl von der Zinspolitik, da hält sich eigentlich die Fed zurück, als auch natürlich auf der Währungsseite immer etwas besonders. Kann man da schon was zu sagen oder ist das noch zu früh? Also der Dollar wird in meinen Augen auch von ganz anderen Faktoren getrieben als von der Frage Trump oder Biden. Ganz interessant, Herr Fitz, Sie haben gesagt, normalerweise hält sich die Fed im Wahljahr zurück, richtig. Es sei denn, es ist ein Wahljahr, wo wir eine Corona-Pandemie erleben müssen und eine historisch beispiellose Rezession. Da senkt sie dann auch mal in einem Schritt um 1,5% die Zinsen auf null. Aber da konnte sie ja gar nicht raus aus diesem Schritt. Also
der Euro-Dollar hat oder das Verhältnis von Euro zu Dollar oder der Dollar hat den ganz, ganz großen Pluspunkt in meinen Augen, den er hatte in den letzten Jahren und der ihn auch sehr, sehr stark hat werden lassen, den hat er eben durch diesen Zinsschritt der Fed verloren. Und das ist der Zinsvorteil, den die USA oder der Dollar-Währungsraum jahrelang hatte. Es war eben in Amerika noch möglich, 10-jährige Treasuries zu 3 oder 3,5% Zinsen zu kaufen. Und das ist natürlich im Vergleich zu schon jahrelang Nullzinsen oder nahezu Nullzinsen, die wir hier in Europa haben, attraktiv. Diesen Zinsvorteil, der ist im Grunde genommen ad acta gelegt. Also am kurzen Ende sprechen wir über Nullzinsen. Sowohl hier in Europa als auch in den USA. Am langen Ende haben wir noch bei 10-jährigen Bundesanleihen, wenn wir also 10-jährige Bundesanleihen mit US Treasuries vergleichen, 10 Jahre, haben wir noch etwa 1% Zinsdifferenz, aber eben natürlich auch das Währungsrisiko. Und das ist in meinen Augen einer der Haupttreiber für den Dollar gewesen und dieses Argument ist eben weg. Und das ist, denke ich, auch einer der Gründe, warum der Dollar dann relativ schwach gegangen ist. Es gab immer mal wieder so ein Aufflackern, weil der Dollar eigentlich eine Safe Haven Anlage ist. Also immer dann, wenn es turbulent wird an den Märkten, dann ist der Dollar der sichere Hafen und neigt zu einer Stärke. Das hat nicht so ganz funktioniert in den letzten Wochen. Und da ist durchaus ein neues Argument reingekommen. Das fand ich ganz interessant. Es ging gar nicht mehr so sehr um die Zinsen, sondern das Thema Staatsschulden, hatten Sie eben schon angesprochen, hat eine Rolle gespielt. Und dann sind wir wieder bei dem Wahlkampf, weil ein Präsident Biden mit einer Senatsmehrheit hätte ein enormes Ausgabenprogramm lanciert, und zwar ein neues Konjunkturprogramm mit einem Volumen möglicherweise zwischen 2 und 3 Billionen US-Dollar, also die große Variante dessen, was in den letzten Monaten und Wochen schon verhandelt wurde. Darüber hinaus Infrastrukturprogramme, die neue Energie, das wären massive Ausgaben geworden und das würde zu einer massiv steigenden Staatsverschuldung führen. Und das ist ein Aspekt, der an den Kapitalmärkten durchaus eine Rolle gespielt hat in den letzten Wochen auch und der auch dazu geführt hat, dass der Dollar im Vergleich zum Euro etwas schwächer gegangen ist. Und man muss sicherlich sagen, das war eher eine Dollarschwäche als eine Euro-Stärke, weil sich hier nicht so viele Dinge fundamental positiv entwickelt haben. Und wir haben auch noch das Thema Brexit und, also Belastungsfaktoren haben wir ja auch. Wenn wir nach vorne schauen, dann denke ich, dass wir die Zeiten des sehr starken Dollar zunächst einmal gesehen haben. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir tendenziell in den nächsten Jahren keine massive Bewegung pro Euro sehen, aber tendenziell doch wieder einen leichten Bias pro Euro und eine leichte Aufwertungstendenz. Ich denke nicht, dass es große Bewegungen geben wird, weil dafür eigentlich ja, Staatsschulden auf beiden Seiten ein Thema ist, explodierende Staatsschulden, Nullzinsen sind auf beiden Seiten ein Thema. In Amerika haben wir eine etwas dynamischere wirtschaftliche Entwicklung, das ist sozusagen immer der Fall, dafür in Europa die Chance einer Aufholbewegung. Also ich glaube, ein relativ neutrales Bild. Interessant. Wenn ich jetzt Investor bin und global anlege, dann hätte ich welche Aufteilung? Ja, also aus europäischer Perspektive macht es immer Sinn, einen Großteil oder zumindest einen Schwerpunkt in europäischen Anlagen zu haben. Wenn wir jetzt mal die Aktienseite nehmen, dann war das in den letzten Jahren nicht die bestperformende Anlageklasse, um das ganz klar zu sagen. Trotzdem, wenn wir nach vorne schauen, das haben wir eben schon angedeutet, dann gibt es durchaus den einen oder anderen Punkt, der dafür sorgen könnte, dass europäische Unternehmen nicht unbedingt die breiten Märkte, aber doch eben gezielt ausgewählt in verschiedenen Branchen sich doch deutlich besser entwickeln können. Man wird sicherlich nicht auf die US-Aktienseite verzichten können. Das ist der größte und wichtigste Markt. Es ist dazu auch nach wie vor, und das werden die USA bleiben, die dynamischere Volkswirtschaft im Vergleich zur Eurozone mit Sicherheit. Und insofern wird auch ein größerer US-Anteil dazugehören, wenngleich man jetzt unter der Voraussetzung, dass wir also einen Präsidenten sehen werden, der keine eindeutige Kongressmehrheit hat, naja, den US-Anteil vielleicht ein bisschen reduzieren könnten, eben zugunsten Europas. Ja, und dann wird nach wie vor natürlich eine Rolle spielen das Thema der Schwellenländer. Alleine schon vor dem Hintergrund des enormen Gewichts, was die Schwellenländer weltwirtschaftlich mittlerweile ausmachen. Und dieses Gewicht, das wird zukünftig auch noch weiter steigen. Die Schwellenländer hatten auch insbesondere unter Handelskonflikten zu leiden, vor allen Dingen unter der Corona-Pandemie zu leiden. Die Corona-Pandemie hat ja eins gezeigt, dass die wirtschaftlich Starken, und zwar egal ob Unternehmen, Menschen, Gesellschaften, Volkswirtschaften, die wirtschaftlich Starken sind, besser rausgekommen
als die wirtschaftlich Schwachen. Also das Gap ist ein bisschen größer geworden. Das gilt auch für die Schwellenländer. Aber trotzdem werden nach vorne betrachtet die Schwellenländer natürlich von der Erholungsbewegung profitieren und nach wie vor eine große Rolle spielen und deswegen auch in einem ja, global breit diversifizierten Portfolio ihre Rolle finden müssen. Ja, Jan Beckers, erfolgreichster Asset Manager Europas, sagte letzte Woche im Gespräch mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, man sollte China nicht außer Acht lassen. Also er sieht sehr stark diesen Markt sich entwickeln. Wir haben ja gesehen, die Chinesen haben auch die Corona-Pandemie durch sehr konsequentes Handeln auch sehr gut in den Griff bekommen. China, Kapitalmarkt, Investment, liquide, Sicherheit, politische Stabilität, viele Fragen natürlich. Mhm. Wie sehen Sie das? Kann man auch den Anteil von China zum Beispiel wirklich nachhaltig ausbauen? Kann das nicht eine kleine Beimischung bleiben, wie bei vielen europäischen Asset Managern, sondern kann es auch sein, dass man sagt, man investiert mal die Hälfte eines internationalen Aktienportfolios in China und in Schwellenländern? Ist das vorstellbar? Also die Hälfte in Schwellenländern halte ich gar nicht für abwegig. Das ist eine mutige Positionierung, ganz sicher. Aber mutige Positionierungen haben auch in den letzten Jahren die beste Performance gebracht, das muss man ganz klar sagen. Und wie gesagt, die Schwellenländer werden zulasten der etablierten Industrieländer an Gewicht gewinnen. Und sie haben in gewisser Weise gewisse Vorteile und China hat in gewisser Weise gewisse Vorteile. Sie haben zwar ein politisches System, was wir uns alle nicht wünschen würden, aber man muss ganz klar sagen, Sie haben es eben gesagt, durch dieses System ist China bisher sehr gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Es ist bisher von einer größeren zweiten Welle verschont geblieben und der wirtschaftliche Motor in China läuft fast schon wieder auf Vorkrisenniveau, muss man sagen. Selbst der Konsum ist mittlerweile wieder relativ deutlich angesprungen. Und daraus ja, kann man natürlich auch eine Systemfrage ableiten. Das ist noch eine ganz andere Diskussion. Aber ich habe es gesagt, die Kapitalmärkte agieren da sehr pragmatisch. Und wer pragmatisch agiert, der wird um einen größeren China-Anteil sicherlich nicht herumkommen. Zumal wir ja den Aspekt auch noch haben, den wir angesprochen haben. Es ist relativ eindeutig, dass China die Amerikaner ablösen werden in den nächsten Jahren als wirtschaftliche Nummer eins. Und auch in der Technologieführerschaft in vielen Punkten. Und damit sind sicherlich in China die sehr, sehr große wirtschaftliche Chancen verbunden. Um einen weiteren Aspekt zu nennen, das Thema Weltleitwährung oder Weltreservewährung, da hat der US-Dollar sicherlich heute noch eine völlig unangefochtene Stellung. Aber das wird auch noch jahrelang so sein. Aber es kommen andere Kandidaten immer näher ran. Dazu würde ich nach wie vor den Euro zählen, aber vor allen Dingen natürlich auch die chinesische Währung. Denn wenn die Chinesen weltwirtschaftlich eine Rolle spielen wollen, wenn sie in Richtung eines Leitwährungsstatus kommen wollen, dann müssen sie auch politisch ein ganzes Stück weit liberaler agieren. Dann müssen sie ihre Kapitalmärkte liberalisieren. Dann müssen sie dafür sorgen, dass Unternehmen fairere Bedingungen im eigenen Markt haben. Also da wird, denke ich auch, denn auch die chinesische Regierung ist pragmatisch in ihrer Vorgehensweise, da wird relativ viel sich auch politisch noch tun. Ja, man muss ja auch immer bedenken, dass nicht zwangsläufig alle Unternehmen China chinesische Unternehmen sind, sondern ich hatte gerade das Gespräch mit einem unserer Kunden, einem sehr erfolgreichen Automobilzulieferer, der hat Werke in Deutschland, natürlich auch in den USA, aber eben auch in China. Und er hat mir mal beschrieben, wie die Pandemie unterschiedlich abgelaufen ist. Mhm. Deutschland streitet das sich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Betriebsräten wegen dem Tragen von Masken in der Produktion. Und in China war das alles kein Problem. China läuft wieder auf Volldampf. Alle sind da. Hier haben wir teilweise Kurzarbeit. Da ist ja schon auch ein Kultur- und auch ein bisschen Systemwettbewerb dahinter. Und ich glaube, man muss natürlich auch gucken, wie sich, wenn wir jetzt nach Europa gucken, die Aktiengesellschaften, wie die sich international aufgestellt haben. Da gibt es ja, ich habe es eben gesagt, Export, Weltmeister in der Autobranche der USA sind zwei deutsche Unternehmen. Und da gibt es natürlich viele, viele interessante Aspekte. Wie kann man die eigentlich bei der Anlageentscheidung berücksichtigen? Also wir im Asset Management haben ja unsere Experten, wo wir da quasi durchgucken. Aber was können wir dem klassischen Anleger da für Antworten bieten? Ja, man muss ganz klar sagen, China ist noch ein ganzes Stück weit natürlich eine undurchsichtigere Volkswirtschaft, ein für uns mit dem westlichen Blickwinkel undurchsichtigeres
wirtschaftliches System. Und auch an den Kapitalmärkten ist es natürlich so, dass man schon ein ganzes Stück weit Spezial-Know-how und Spezialwissen haben sollte, um da zu investieren. Also insofern ist unsere Vorgehensweise die, und die halte ich auch für absolut gerechtfertigt. Und das würde ich sogar auf die Schwellenländer allgemein ausweiten, dass es hier Sinn macht, sich das Wissen von Experten zunutze zu machen, die vor Ort sind, die genau in diesem Thema ihr Spezialgebiet haben, genau in diesem Thema drin sind. Und insofern macht es durchaus Sinn, hier auf einen Branchenfonds oder auf einen Branchenmanager zurückzugreifen beispielsweise oder auch auf einen regionalen Manager, der eben einfach viel, viel besser in der Lage ist, weil er vielleicht vor Ort ist, das ist sicherlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, die Chancen, die sich hier ergeben, zu nutzen. Ja, bringt mich gerade noch auf einen ganz anderen Gedanken. Wir haben ja in der Vermögensverwaltung jetzt Superfonds entwickelt, die in der Lage sind, dann auch schneller gemanagt zu werden. Da kann man natürlich auch viel besser solche Schwellenländer oder andere Märkte natürlich in dem Portfolio halten, administrieren. Und wenn im Markt große Veränderungen kommen, das Marktrisiko, Aktienmarkt global, mit Hilfe von entsprechenden Produkten auch wieder rausnehmen. Also ja. Das ist quasi die Antwort, in einer Struktur auch eine Lösung zu suchen, um ein besseres Risikomanagement betreiben zu können. Ja, das ist so, und es ist tatsächlich auch, wenn wir jetzt einfach mal nach vorne schauen und schauen, wie dynamisch diese Entwicklungen sind, also allein die technologische Entwicklung oder eben auch die geopolitischen Entwicklungen, dann sehen wir, dass sich das Rad immer schneller dreht und das Unternehmen viel, viel dynamischer werden müssen und immer schneller, immer ja durchaus auch härtere, drastischere Entscheidungen treffen müssen, um wirklich vorne am Ball zu bleiben. Und wir haben eben schon mal das Thema Zeitenwenden angesprochen. Wir haben ja nicht nur die Digitalisierung, wir haben auch den Klimawandel, wir haben eine demografische Entwicklung und das wird insgesamt dazu führen, dass Volkswirtschaften, aber vor allen Dingen eben auch Unternehmen vor enorme Herausforderungen gestellt werden, sich selber anzupassen. Und um das mal so ein bisschen bildhaft darzustellen, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den kommenden Jahren ganz, ganz viele Nokias oder ganz, ganz viele Kodaks aus der Vergangenheit sozusagen sehen werden. Also eben Unternehmen, die es nicht rechtzeitig schaffen, die Weiche zu stellen und dann ganz schnell in Anführungsstrichen auf dem Abstellgleis fahren. Und deswegen ist es, glaube ich, tatsächlich nach vorne betrachtet immanent wichtig, im Detail zu schauen, welche Unternehmen, Zukunftsbeweger hatten Sie angesprochen, gestalten wirklich diese enormen Veränderungen aktiv mit. Und das sind die Unternehmen, die eben viel, viel weniger, viel, viel geringere Risiken haben, Prozessrisiken haben oder Risiken haben, eben die neuesten Entwicklungen nicht mitzubekommen. Und um das nochmal auf einen Punkt zu bringen, ich glaube, es ist absolut zielführend, zukünftig ein aktives Management zu haben im Vergleich beispielsweise zu einem Index-Investment, weil die breiten Indizes werden auch nach oben laufen. Dafür ist einfach das wirtschaftliche Umfeld zu positiv. Aber es bestehen durchaus Chancen, über eben ein aktives Management eine Überperformance zu generieren. Ja, ich höre gerade aus der Regie, wir haben drei Fragen. Machen wir Frage Nummer eins. Ja, sagen Sie es und dann nehme ich es mit in den Talk. Joe Biden gewinnt, sind die transatlantischen Konstellationen sich nicht mehr grundlegend ändern. Was bedeutet das für unsere Konjunktur, was für die Aktien? Also auch da haben wir schon ein bisschen drauf beantwortet, was sind die Auswirkungen für die Konjunktur und die Aktienmärkte, weil sich eben nicht alles ändern wird, wenn Joe Biden gewinnen sollte. Ja, der Treiber ist, also für die Konjunktur ist der Treiber die wirtschaftliche Erholung aus der Corona-Rezession, die wir gesehen haben. Und das wird definitiv so oder so die Volkswirtschaften antreiben und das wird eben auch die Unternehmensgewinne und damit auch die Aktienkurse antreiben. Der Unterschied zwischen oder das Thema transatlantische Beziehungen, was eben angesprochen wurde, das hatten wir gesagt. Es wird sicherlich aus europäischer Perspektive mehr Chancen geben für Unternehmen, sich zu platzieren, sich profitabel in Amerika zu engagieren unter einer Präsidentschaft Joe Bidens. Ja, die zweite Frage. Wie ist die Einschätzung zum russischen Markt? Ist auf jeden Fall beiden eine Entspannungsoffensive zu erwarten, sodass der Markt passiert? Das Projekt Seidenstraße ist erheblich auch an Russland geknüpft, das von der chinesischen Stelle profitieren kann. Vielleicht kurz vorweg, die FED hat ihre Zinsen beibehalten.
Aber verändert. Ja. Ja. Ja, also Beziehung zu Russland, das ist in meinen Augen einer der Punkte, die sich auch unter Joe Biden nicht fundamental ändern würden. Also die Amerikaner haben ein angespanntes Verhältnis zu Russland, selbst wenn ganz am Anfang der Präsidentschaft Trumps mal vielleicht nahegelegt wurde, dass sich Herr Putin und Herr Trump relativ nah sind. Aber es gibt ein angespanntes Verhältnis und das ist sicherlich auch eins der uramerikanischen Ansichten, dass man einfach skeptisch Russland gegenüber ist und dass Russland nach wie vor, ja, wenn auch nicht wirtschaftlich, wenn auch bedingt, vielleicht nur militärisch, aber sicherlich einer der Hauptkonkurrenten ist. Und da glaube ich nicht, dass sich großartige Veränderungen unter Joe Biden ergeben würden. Zumal man auch sagen muss, da muss man auch wieder ganz praktisch herangehen, das wäre, glaube ich, auch kein Thema, mit dem Joe Biden schnell an Zustimmung gewinnen würde oder könnte. Also da könnte er gar nicht viel gewinnen. Ich denke, das wird ein Thema, was aus amerikanischer Perspektive gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Und grundsätzlich erwarte ich hier keine völlige politische Neuausrichtung. Ja, die Fed hat sich schon an unserer Sendung quasi orientiert. Jetzt warten wir noch, dass auch die letzten Staaten noch endausgezählt werden. Aber wir haben immer noch 264 Wahlmänner und Frauen für Joe Biden und 214 für Donald Trump. An der Lage hat sich bisher noch nichts verändert. Wir haben aber noch eine Frage. Frage wurde, würde ich sagen, schon teils beantwortet, aber ich trotzdem noch einmal vor. Sekunde. Deutschland aufgrund der Unsicherheit und der Unkalkulierbarkeit der USA wird der Corona-Ausbreitung in Zukunft mehr auf den Fokus der Anleger auf Asien legen. Ja, das war meine China-Frage eben schon und Schwellenländer. Ja. Also die Frage haben wir schon beantwortet. Ja. Also da kann man ganz ehrlich sagen, ja, klar. Das Thema ist natürlich immer, ich mache ja Bankgeschäft auch schon sehr lange, man hat immer die Diskussion zwischen Bauch und Hirn. Ja, also sag mal, wenn wir ein Depotauszug verschicken würden in der Vermögensverwaltung, was nur noch aus chinesischen Unternehmen bestehen würde, dann gäbe es eine massive Magenverstimmung bei den meisten Kunden. Und Sie haben ja gesagt, wir waren vielleicht doch alle zu vorsichtig und die mutigen Entscheidungen waren eigentlich, oder die, ja, vielleicht sagen wir mal, gewagteren Entscheidungen waren am Ende wahrscheinlich der stärkere Erfolgsbringer. Das ist auch nochmal ein Thema natürlich, weil nach einem langen Anstieg der Märkte, Aktienmärkte und einer Niedrigzinsphase im Moment, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, die wird noch länger bleiben. Ja. Ja. Muss man gucken, wie man das billige Geld erfolgreich bewirtschaftet. Und da wird sicherlich auch Private Equity noch eine größere Rolle spielen müssen. Also wir erleben das ja häufig. Wir haben interessante Lösungen im Haus mit wirklich sehr erfahrenen Adressen weltweit, häufig auch aus den USA. Aber man ist in Deutschland noch sehr, sehr vorsichtig. Und ich kann sagen, ich habe heute mit einem sehr interessanten privaten Großinvestor gesprochen, der ein Unternehmen hat, was exorbitant wächst und sehr erfolgreich auch am deutschen Aktienmarkt gelistet ist, der mir sagt, er hat gar kein Geld in liquiden Aktien, sondern sein Geld steckt in Private Equity, in unternehmerischen Beteiligungen. Auch das sind Themen. Wir wollen ja heute auch mal auf die Märkte gucken. Und diese Anlageklasse, die ist auch in Deutschland noch sehr unterrepräsentiert, weil da kann man bei einem breit angelegten Portfolio und einem guten Partner durchaus doch deutlich stärkere Renditen erzielen als bei den klassischen Anlagen. Ja, das ist so. Man hat auch noch ganz andere Möglichkeiten, insbesondere eben auch in Unternehmen zu investieren in einem viel früheren Stadium, wo natürlich dann auch die Chancen viel, viel größer sind, tatsächlich an Pioniergewinnen teilzuhaben. Ich finde übrigens, es gibt noch einen anderen Grund, der durchaus auch dafür spricht, Beteiligungsprodukte mehr in den Fokus zu nehmen, und das ist das Thema der Schwankungen. Was uns insbesondere, und das merken wir ja auch tagtäglich in den Gesprächen mit unseren Kunden, natürlich immer wieder große Bauchschmerzen betreibt, sind die Schwankungen. Und vor allen Dingen, wenn sie nach unten gehen, also sprich diese Volatilität und die extremen Drawdowns, Verlustphasen an den Aktienmärkten.
Und die hat man natürlich über Beteiligungsprodukte so nicht, weil einfach keine tägliche oder minütliche Kursfeststellung stattfindet. Natürlich gibt es auch Unterschiede, also Verschiebungen in den Bewertungen der Unternehmen, aber die schlagen dann eben nicht so auf den Markt. Es ist von vornherein klar, man hat eine langfristige Perspektive, was man ja auch braucht, was man auch bei der Aktienanlage braucht. Und insofern ist das noch ein weiterer Aspekt. Und also generell, das sehe ich natürlich ganz genauso, wir werden Null und teilweise Negativzinsen noch jahrelang, jahrzehntelang behalten. Anders können eine Fed in den USA oder auch eine EZB in Europa die Zinsen gar nicht aussteuern, weil die explodierenden Staatsschulden oder die Staaten in die Bredouille kommen würden. Heute ist es ja so, wir haben zwar explodierte Staatsschulden, aber der Zinsdienst vieler Staaten ist viel geringer als vor 10 Jahren, weil sie eben keine Zinsen mehr zahlen. Also die Zinsen werden niedrig bleiben. Und ein weiterer Aspekt, den haben wir noch nicht angesprochen, es ist schon absehbar, dass wir ein inflationäreres Umfeld sehen werden in den nächsten Jahren. Ich glaube nicht an die überbordende Hyperinflation, aber ich denke schon, dass wir in diesem Umfeld einer Liquiditätsflutung von Geld- und fiskalpolitischer Seite eben schon höhere Inflationsraten sehen werden. 2 bis 3% in den USA, vielleicht auch über 3, 2 bis 3% hier. Und das reicht bei einem Nullzinsniveau dann schon dafür, dass man eben pro Jahr real an Kaufkraft 2, 3% verliert. Und das wird den Druck in Richtung reale Assets in meinen Augen nochmal unterstützen. Jetzt sind wir ja, was nicht alle Zuschauer natürlich wissen, wir sind Teil einer Arbeitsgruppe, die sich mit der EZB-Zinspolitik beschäftigt hat. Im März hatten wir in der FAZ am Sonntag einen Artikel mit prominenter politischer Begleitung. Wir hatten mit dabei Edmund Stoiber, Günther Oettinger, wir hatten Peer Steinbrück, damals noch Wolfgang Clemens, wir hatten Professor Sinn, ehemaligen Bundesbankvize Herr Professor Zeidler, wir hatten Herr Faltelhauser, ehemaliger bayerischer Finanzminister. Und wir waren vor kurzem ja in unserer Arbeitsgruppe nochmal bei dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble und haben uns nochmal intensiv in einem Hintergrundgespräch ausgetauscht. Ich kann das jetzt sagen, weil das stand dann irgendwann ein paar Tage später auch im Handelsblatt. Und die Wechselwirkungen dieser Zinspolitik, die haben ja nicht nur mit der normalen tagtäglichen Frage zu tun, was mache ich mit dem Geld, sondern da haben wir demografische Probleme, wir haben Themen der Altersversorgung, wir haben einfach die Entwicklung, dass man für Geld, was man zur Verfügung stellt, überhaupt gar keine Gegenleistung bekommt. Da fehlt irgendwie, da ist die Risikotransformation außer Kraft gesetzt. Und wir haben natürlich Probleme dadurch auch gehabt in dem Banksektor über viele Jahre, weil die Minuszinsen belasten ja die Kunden und die Banken haben es eine ganze Zeit von dem Kunden weggehalten. Das sind ja gelernte Prinzipien außer Kraft gesetzt und wie gesagt, die Wucht, was das für die Demografie, für die Altersversorgung bedeutet oder für die Lebensversicherer und Krankenversicherer. Heute gab es einen Artikel dazu in der Börsenzeitung, was die Anlagepolitik von Krankenversicherern anbetrifft. Das sind ja gesellschaftliche Veränderungen, die ganz, ganz massive Auswirkungen haben werden, auch auf die nächste Generation, aber natürlich auch auf uns. Also da hat man viele, viele Jahre seine Altersvorsorge aufgebaut. Und am Ende müssen durch den demografischen Wandel viel weniger junge Leute, die viel längere Lebenserwartung am Ende finanzieren. Und ich habe deswegen etwas länger ausgeholt, weil dieses Minuszinsthema sicherlich, Sie haben es beschrieben, ist auch natürlich politisch opportun, löst vielleicht auch Probleme von Staatsverschuldungen, aber verändert uns natürlich in der Gesellschaft massiv. Und ja. Ich schiebe noch was hinterher. Wenn man eben mehr bei Risiken geht, dass Kinder, Enkelkinder auch höhere Aktieninvestments wagen, statt auf dem Bausparvertrag zu reiten, ich glaube, da haben wir noch was zu tun. Denn in Amerika, da sind wir ja heute im Thema, haben wir die Pension Funds, da haben wir quasi die Kapitalanlage in institutionellen Portfolios, da wird mit Private Equity gearbeitet, da wird hoch in Aktien investiert und ich glaube, mit den Themen müssen wir uns auch noch viel stärker auseinandersetzen. Derzeit findet diese Debatte überhaupt nicht statt, die ist total überlagert. Ja, das ist so, absolut. Das ist tatsächlich ein ja wirklicher struktureller
Ja, Nachteil muss man tatsächlich ja zurzeit sagen, angesichts der Situation, die wir haben gegenüber angelsächsischen Staaten beispielsweise. Obwohl man ja gar nicht unbedingt sagen muss, also man kann gar nicht sagen, das ist falsch, weil es war ja durchaus rational, auf verzinsliche Anlagen zu setzen in der Vergangenheit. Und damit sind ja Generationen ganz gut gefahren nach dem Krieg und seitdem es die Bundesrepublik gibt. Aber wir haben eben eine völlig andere Welt und das sehe ich ganz genauso. Man müsste tatsächlich versuchen, natürlich das Thema ja, Wirtschaft, Kapitalmärkte, Aktienanlage, was bedeutet Risiko? Das ist eine ganz entscheidende Frage eigentlich. Risiko bedeutet eben nicht nur die Möglichkeit, Verluste im negativen Sinne zu realisieren, sondern vor allen Dingen Schwankungen. Und Schwankungen gehört dazu, wenn ich wirklich mit einem ganz, ganz langfristigen Anlagehorizont agiere, um eben auch überhaupt die Chance zu haben, in diesem Umfeld meinen Realkapitalerhalt zu realisieren. Allein dafür brauche ich ja schon eine gewisse Risikoquote, von der positiven realen Rendite noch mal ganz zu schweigen. Und da muss ganz viel getan werden. Das fängt sicherlich in der Schule an. Aber das ist auch ein Punkt, da können wir selber ganz, ganz viel machen, indem wir alle wir, die in dem Thema tiefer drinstecken, eben durchaus auch im Bekanntenkreis über diese Themen sprechen. Und das ist mein persönlicher Ansatzpunkt und den setze ich tatsächlich so um, vor allen Dingen die Kleinen, die ganz Kleinen an das Thema heranführen. Und das kann man am besten, indem man versucht, das ganze Thema zu emotionalisieren. Und ein Ansatzpunkt ist dabei die Zukunftsbeweger, über die wir heute schon gesprochen haben, weil es geht ja um die Zukunft vor allen Dingen der Kleinen. Und wenn wir einen Sparplan, also ich für meine Tochter, für meine Patenkinder, da werden gleich sozusagen mit 0 Jahren Sparpläne implementiert, natürlich nicht aufs Konto, sondern eben in Aktien Sparpläne, in die Zukunftsbeweger. Und meine Idee ist eigentlich die, wenn die Kinder so 10 Jahre sind, irgendwie die an das Thema heranzuführen. Und dann kann ich das viel besser mit einem Zukunftsbewegerfonds machen als mit einem DAX-ETF. Und so kann man das ganze Thema emotionalisieren. Und also ein ganz konkretes Beispiel, mein Neffe ist gerade konfirmiert worden, der hat anstatt Bargeld sozusagen bekommen von mir die Aktie von Deere und Co., also ein Traktorenhersteller aus den USA, der wohnt auf dem Bauernhof oder lebt auf dem Bauernhof. Das ist Emotionalisierung des Themas Kapitalanlage und so kann man, glaube ich, junge Menschen tatsächlich an dieses Thema heranführen. Kann ich nur bestätigen. Also ich hatte meinem Sohn mal 1000 D-Mark gegeben, um in Aktien zu investieren. Er hat McDonald's und Apple gekauft und seitdem ist er ein liebender Investor. Er beschäftigt sich permanent mit dem Markt. Das ist seine große Liebe geworden und glaube ich ganz gut. Aber wir müssen sicherlich in der Aussteuerung der Altersvorsorge deutlich strukturelle Veränderungen bekommen. Und da können wir von den Amerikanern natürlich auch einiges lernen. Ja, mit Sicherheit. Es wird ja auch so sein, dass, deswegen fand ich auch unsere Initiative, die Sie gerade angesprochen haben, gegenüber oder in Richtung der EZB-Geldpolitik so gut. Die EZB hat sich ja ganz bewusst auf die Fahnen geschrieben, Frau Lagarde, nachdem sie angefangen hat, eben ihren Strategy Review umzusetzen. Eigentlich war ja geplant, Ende diesen Jahres die Ergebnisse zu präsentieren. Das hat man Corona-bedingt, auch das wurde Corona-bedingt verschoben auf Mitte nächsten Jahres. Und da wird es so, oder Frau Lagarde hat ja ganz explizit dazu aufgerufen, dass die Europäer, und zwar durchaus auch Individuen, die Menschen in Europa, sich zu Wort melden und ihre Rückmeldung geben. Und inwieweit sie dann, sie wird nicht jeden glücklich machen können, das ist ganz klar, aber zumindest ist das in meinen Augen schon mal ein guter und richtiger Ansatz, tatsächlich auch das Thema Geldpolitik aus den goldenen Türmen herauszuholen und wieder so ein bisschen mehr Verständnis ja, in den Gesellschaften und bei den Menschen auch herbeizuführen. Und wenn Frau Lagarde sich hinstellt und sagt, wir wollen eure Meinung hören, dann ist es nur opportun und ganz wichtig und dringend notwendig, dass diese Meinung eben auch zum Besten gegeben wird. Wir haben es ja schon gemacht. Ja. Also unsere Meinung ist schon bei der EZB. Und schauen wir mal, was aus dem Dialogprozess kommt. Ich glaube, sie hat sich ein bisschen Zeit gekauft, um diese Fragen zu bewältigen. Ich schaue noch mal auf die aktuellen Meldungen aus Amerika. Es ist weiterhin 264 zu 214. Es hat sich noch nichts geändert. Der Trend, den ich lese, deutet darauf hin, dass Biden auch in den Staaten, wo bisher Donald Trump einen leichten Vorteil hatte, aufholt. Und das wird sicherlich noch ein wenig andauern, sodass wir Ihnen noch keine finale Situation
heute Abend präsentieren können. Bleiben wir alle gemeinsam auf Beobachtung. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Wahl wird sicherlich andere Schwerpunkte bringen. Es wird aber nicht alles fundamental anders. Sicherlich der Politikstil. Und wir werden auf Augenhöhe permanent beobachten, was das für die Vermögen bei uns in Deutschland bedeutet. Ich will vielleicht noch einen Aspekt, Herr Mumm, Sie haben den ebenso angesprochen. Wir haben ja eine interne starke Diskussion gehabt. Früher hieß es immer, wenn man mit dem Kunden gesprochen hat, ich weiß noch, vor 30 Jahren war das immer so, mein Anfang auch, willst du dein Geld in Renten investieren oder in Aktien? Aktien gleich Synonym für massives Risiko, Rente, Sicherheit. Eins ist klar, wenn Zinsen steigen, wenn die langfristigen Anleihen, die man gekauft hat, dann steigenden Zinsen ausgesetzt werden, fallen die Kurse. Man kriegt auf Fälligkeit der Anleihe natürlich dann seine Zinsen. Allerdings, wenn man das derzeit kauft, einen sehr, sehr marginalen Zins. Und wenn der Zinsanstieg kommt, ist ein Rentenpapier, ich mag den Begriff überhaupt nicht, weil das ist ein Zinsänderungsrisiko und keine Rente, würde Norbert Blüm sagen, ist sicher. Und da ist, glaube ich, doch deutlich Aufklärungsbedarf. Wir müssen eine andere Risikohaltung bekommen und das sehen wir, wie gesagt, in der Anlagepolitik der Rentenversicherungsträger. Und wir müssen auf der privaten Seite auch mutiger werden in einer Mischung von Vermögensanlagen, um nachhaltig dieser großen Entwicklung, Demografie etc. dann auch begegnen zu können. Deswegen denken wir gerade in unserem Team ja darüber nach, dass wir diese klassische alte Denke über Bord werfen und im Prinzip in Risikobereitschaft und Renditeerwartung quasi umsteuern, weil man damit bessere Antworten findet auf das, was der Kunde, der Anleger am Ende wirklich sucht. Das wollte ich noch unbedingt loswerden, weil das Thema Risk-Return, Rendite und Ertrag, die Dinge hängen ja elementar zusammen und im Frühjahr diesen Jahres erinnere ich mich noch, hatten wir bei Corporate Bonds Marktverwerfungen, die waren so extrem, da fiel mancher Fonds auch um 18%, 20%. Also das ist also nochmal wichtig. Ja. Ich sage immer, guter Rat kostet was, ist vielleicht auch teuer, aber schlechter Rat ist unbezahlbar. Lassen sich gut beraten. Wir sind an Ihrer Seite, mehr als eine Bank. Das war die erste Donnerhäuschel quasi Sendung, die wir hier aus unserem Traditionsgebäude, was wir neu erweckt haben, gemacht haben. Schön, dass Sie heute Abend bei uns waren und wir hoffen, Sie haben viel mitgenommen, viele Impulse. Unser starkes Beraterteam steht Ihnen zur Verfügung. Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns drauf und drücken uns gemeinsam die Daumen, dass die Antwort des heutigen Wahlprozesses am Ende die ist, die wir alle besser finden. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Vielen Dank, schönen Abend und bis bald. Danke. Bis bald.